Die Arbeitsfelder der österreichischen Botschaft und des österreichischen Kulturforums in Berlin sind vielfältig und divers. Eines eint all diese Themengebiete. Wir versuchen, tragfähige Netzwerke zu bauen, Freundschaften zu erschaffen, die dann dazu führen, diese als Multiplikatoren zum Einsatz zu bringen. Im Jahr 2021 feiern wir das 20-jährige Bestehen des Botschaftsgebäudes in der Stauffenbergstraße. Da es von einem der größten Architekten Österreichs mit Hans Hollein erschaffen wurde, haben wir das Jahr zu einem Architekturschwerpunkt gemacht. Und aus unserem Netzwerk einer der renommiertesten Partner, nicht nur am Standort Deutschland, sondern weltweit gefunden, mit AEDES ein Projekt zu diesem Zweck umzusetzen. Wir möchten nämlich vor dem Hintergrund des Refocus Austria Schwerpunkts auch der österreichischen Kreativwirtschaft und der österreichischen Architektur die Möglichkeiten der Nutzung unserer Netzwerke und der Multiplikatoreneffekte ermöglichen und so hier auch über diesen Weg indirekt der österreichischen Bauwirtschaft eine Möglichkeit bieten, am deutschen Markt Fuß zu fassen. Mit AEDES haben wir jetzt ein sehr spannendes Projekt des Architekturbüros PPAG ins Leben gerufen und werden auch diesen Architekturschwerpunkt weiter nutzen, um das Projekt Refocus Austria voranzutreiben und einen Beitrag auch für die österreichische Kreativwirtschaft zu leisten. Denn letztlich sind Architekten nicht nur sprichwörtlich, sondern auch im übertragenen Sinn Brückenbauer, Brückenbauer über die Kulturen hinweg und damit besonders wichtig, einen Beitrag zu leisten. Auch für die österreichische Auslandskultur spielt Architektur eine große Rolle. Ja, sie hat im Rahmen der Kultur sogar einen eigenständigen Wert, ist eine eigenständige künstlerische Disziplin, weil sie ähnlich wie Musik und auch Literatur unmittelbar Eindruck auf uns macht und auch uns und alle Themen in der Gesellschaft berührt, weil sie Zukunft plant und entwirft, Perspektiven aufzeigt, auch Räume der Möglichkeiten öffnet. Das zeitgenössische österreichische Architekturschaffen wird als sehr innovativ und ambitioniert, manchmal sogar provokant erlebt. Und wir freuen uns sehr, in dem Zusammenhang mit einem bedeutenden Partner wie der Architekturgalerie AEDES zusammenarbeiten zu können, die diesen österreichischen Architekturpositionen eine Plattform und einen Raum für Dialog und Austausch ermöglicht. So auch der aktuellen Ausstellung der PPAG-Architekten Anna Popelka und Georg Produschka mit ihrer Ausstellung Die Möglichkeit steht im Raum. Sie zeigen hier Bauten, Modelle von Bauten, deren Möglichkeiten weit über das technische Können, das auch offensichtlich ist, hinausgeht. Denn sie zeigen, sie denken auch Bildung und Forschung, Kultur, Umwelt und auch Gerechtigkeit immer mit. Ganz im Sinne einer guten Wiener Tradition und auch ganz im Einklang mit dem Kulturbegriff, den wir im Österreichischen Kulturforum Berlin auch zu vermitteln versuchen. Wir freuen uns sehr, dass unser Architekturschwerpunkt dieses Jahres, auch im nächsten Jahr, auch in Zusammenarbeit mit der Galerie AEDES fortgeführt werden kann, unter anderem mit einem Projekt ab Mitte März hier in der Galerie zu Universitätsbauten der Bundesimmobiliengesellschaft. Der Kurator ist Peter Rippel, der auch die Modernisierung des Campus an der Johannes Kepler Universität in Linz verantwortet. Wir stehen gerade in unserem AEDES Architekturforum mit einer fantastischen Ausstellung des österreichischen Büros PPAG. Wir haben AEDES als erste Architekturgalerie weltweit inzwischen vor 41 Jahren gegründet. Wichtig war uns, eine große Öffentlichkeit, nicht nur das Fachpublikum, zu animieren und deutlich zu machen, dass Architektur uns alle angeht und dass wir uns damit auseinandersetzen müssen und auch durchaus protestieren, wenn wir
meinen, wir könnten etwas erreichen, was in eine bessere Richtung geht. Wir haben im Laufe dieser 40 Jahre insgesamt zu jeder Ausstellung einen Katalog gemacht. Das muss ich direkt zeigen, denn sie haben alle das gleiche Format und davon haben wir inzwischen 500 verschiedene. Und wir haben über 30 Ausstellungen und Kataloge mit Österreich, weil wir da sehr früh angefangen haben, weil wir in Berlin oder Deutschland doch immer nach Österreich geschaut haben, weil von da viel Innovation, viel Neues kam, aber auch im Wohnungsbau es Dinge gab, die es bei uns noch nicht möglich waren. Und da haben wir Architekten vor diesen 40 Jahren wie Hans Hollein gezeigt, Gustav Peichel, dann natürlich auch den jungen Wilden Korb Himmelblau. Wir haben aber auch mit Wolf Brix, wir haben aber auch die Arbeit der Architekten über Jahrzehnte verfolgt. Also mit Hollein hatten wir 4 Ausstellungen, mit allen anderen auch. Und also dann hatten wir auch Rock over Barock, eine Ausstellung mit der Angewandten, die wir mit Wolf Brix gemacht haben, als er da gelehrt hat. Und die war ein großer Erfolg auf der Biennale in Venedig. Also wir haben auf verschiedenen Bereichen und verschiedenen Orten versucht, Menschen für Architektur zu begeistern. Insofern ist auch das immer wieder wichtig gewesen, die Arbeit der Architekten zu verfolgen. Die Arbeit mit PPRG ist also somit auch nicht die erste. Das haben wir schon mal mit denen das Thema Wohnen thematisiert. Wichtig war immer, dass es in dem Austausch mit den Architekten aus Österreich natürlich auch immer die Frage nach den Typologien und nach den Möglichkeiten geht, aber auch nach den ökonomischen Möglichkeiten. Deshalb haben wir natürlich auch mit großem Interesse auch immer nach Wien geschaut in Richtung Wohnbau. Aber wir haben auch immer den Dialog gesucht mit der Administration, mit der Verwaltung, als auch mit der Industrie. Also die Impulse, die Innovationen, die sozusagen aus den Architekturbüros heraus entstanden sind, waren auch immer uns wichtig weiterzugeben in die anderen Ebenen, die Gesellschaft und Ökonomie nach vorne bringen und treiben. Und insofern sind die Projekte, die da kommen, die Ausstellung mit der Bundesimmobiliengesellschaft zum Thema Wissensräume, die Kooperation mit der Firma Zumtobel, die uns seit Jahren begleitet, immer wieder wichtig. Da, mit denen haben wir den Zumtobel Group Award entwickelt, der jetzt zum 6. Mal im Moment gerade sozusagen in der Kommunikation ist. Und die Entwicklung des ländlichen Raumes ist ein wichtiges Thema, was wir weiterentwickeln. Spielt ja auch der Tourismus eine große Rolle. Insofern bilden die Impulse und Synergien, die wir aus Österreich bekommen, immer einen wichtigen Punkt in unserem Programm.